Jo, servus Leute zum dritten Part von Castle of Illusion. Wir machen weiter im dritten Level. Jawohl, ein Scrolling-Level im lustigen Süßigkeitenland. Boah, knapp. Hier haben wir wieder ein One-Up. Schokoladenblöcke, Schokodrops. Und alles, was uns normalerweise das Leben versüßt, macht uns hier das Leben zur Hölle. Muffins. Hier haben wir Muffins statt normale Blöcke. Ja, das war dumm, das ist weg. Haben wir so, hat geklappt. Getroffen von einem Schokodrops. Jetzt müssen wir gleich wieder unten rein. Jawohl. Und gleich weiter. Da oben kam der Donut raus, genau. Sehr schön animiert das Ganze, mir gefällt's. Immer noch, Leute, immer noch hat dieses Spiel einen Charme. Mal schauen, ging's da hinten irgendwo lang? Nein. Hier passend zu den ganzen Cupcakes und Törtchen und was es gibt. Milch als Wasser. Und Jellybean-Delfine. Würden ja gern treffen, aber irgendwie treffe ich ihn nicht. Schwimmen wir wegen der Milch. Komm, geh raus. Alter. Wild gewordene Jellybeans. Was sind das? Peanuts? Weiß ich nicht genau. Oh, ich stehe da oben. Bewegen sich. Ah, und hier kommen sie raus. Die Schokodrops. Brauche ich den jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich mitnehmen sollen vielleicht. Uah. Mehr wild gewordener Donut. Oder hätte ich oben die Leiter laufen müssen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da runter geht's zum Endboss. Wir waren aber da hinten noch nicht drin. Da schaue ich jetzt auch noch schnell auf. Genau, ein Bonusraum. Ja. Hätten wir uns auch sparen können. Aber wir wollen es ja komplett haben. So, und jetzt geht's zum Schoko-Endboss und schaut euch den mal an. Verdammt. Der erinnert doch verdammt nah, oder der schaut verdammt nah genauso aus. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Der erinnert verdammt sehr, wollte ich sagen, an den Yellow Devil von Mega Man 1. Selbe Spielmechanik. Selbe Spielprinzip. Nur hat der, glaube ich, nur geschossen, oder? Weg, weg, weg. Es
ist dann wahrscheinlich der Schokodevil. Weiß gar nicht, ob die Macher dieses Spiels und die Macher von Mega Man 1, ob die identisch sind, beziehungsweise ob da nicht der eine oder andere aus dem Team auch im anderen Team mit rumhupft. Wäre natürlich gut vorstellbar, denn was macht ein Mega Man-Ersteller, wenn er nicht gerade ein Mega Man-Spiel erstellt? Der wäre ja arbeitslos und das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden da auch an anderen Games umeinander basteln. Ich bin mal gespannt, ob uns die Zeit reicht. Ich hatte die Zeit gar nicht mehr so knapp in Erinnerung. Oh, das war's. Schoko Devil ist besiegt. Oder Brown Devil oder wie auch immer. Das ging doch relativ schnell, das Level. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt geht's hier die Leitern auf. Und wie die letzten Male auch, beende ich den Part jetzt hier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder zum vierten Level im Castle of Illusion. Bis dahin, Servusle. Eierdoschen. Jo, und Servusle zum vierten Part von Super Mario World, wollte ich schon sagen. Nein, von Castle of Illusion auf dem Master System. Vierter Part, viertes Level. Schauen wir gleich mal rein. Auf geht's. Ach ja, genau, ich erinnere mich, es war die Bürowelt. Oh, die A's teilen sich. Kleine A's. Das wurde ja später dann von Mario, oh verdammt, von Mario aufgegriffen mit den Goombas. Oder vorher noch. Ah, da kommen wir also noch nicht rein. Verdammt. Und schon habe ich gefailt. Ja, es darf jetzt hier schon mal passieren. Ist jetzt nicht so tragisch. Und auch die Flugzeuge respawnen permanent. Bin ich am überlegen, wo es da lang ging. Ja, jetzt fängt schon an, dass die Erinnerungen schwammig werden. Weil in den höheren Leveln war ja als Kind natürlich nicht so oft. Und der will mich hier verarschen, oder wie soll denn das jetzt gehen? Na komm, jetzt mal falle ich da ganz runter. Verdammt. Ja, es wäre ein bisschen Energie nicht verkehrt, sonst fehle ich ein weiteres Mal. Glorner Kaum. Erstiegeler Kaum, bitte. Schauen wir mal. Oh. Das ist ja auch gemein. Hältst du einfach mal so in den Gegner rein von oben. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier schon zwei Leben verloren in den ersten 2,5 Minuten. Verdammt. Ja, sag mal. Bin hier total am Abkacken. Ach, die Stelle bitte. Geh weg von mir. Ich sag jetzt überhaupt nicht, was ich denke, für was dieses A steht. Weil hier mit Sicherheit das eine oder andere Kind zuschauen wird. Mickey Maus. Und da ist er doch schon mal zur Abwechslung ein bisschen braver, bräfer. Und hält sich zurück.
Oh, verdammt, da kannst du gar nichts machen hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen lame. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Level nimmer so sehr in Erinnerung hatte. Also ich wusste zwar, dass es dieses Level gibt, aber ich kann mich an einzelne Abläufe nicht mehr erinnern. An einzelne Passagen. Ich glaube, hier bin ich verdammt oft draufgegangen als Kind. Mal ein wenig zusammenreißen. Ja, ich sag's noch. Ja, verdammt! Machen wir's gleich so. Jawohl. Ah, sehr schön an den ganzen Kuchen. Ah, ich kann mich daran noch erinnern, ja. Ah, da ging's doch irgendwo rauf, da. Oder nicht? Nein. Aber es geht in die Kaffeetasse. Genau. Das fand ich als Kind ja immer genial, diese Idee. Auch wenn ich normalerweise nicht so auf Wasserlevel stehe. Oh, verdammt. Dass man in den Kaffee kann, oder Tee, oder was auch immer. Und gegen Zuckerwürfel kämpfen, fand ich witzig. Ein One-Up. Ich glaube, das war's jetzt schon hier. Genau, das war eine kurze, aber unterhaltsame Passage. Jetzt bin ich gerade überlegen, ging's dann auf, ging's da rüber, ich weiß es gar nicht mehr. Ach, wir müssen aufs Honigbrot. Ging's da oben lang? Ich glaube, ich hätte da oben raufen müssen. Was war da nochmal? Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Habe ich falsch gemacht. Der steht von oben nach unten abräumen müssen. Machen wir 8-Bit-Trick 17. Lassen wir das Ganze respawnen. Aber so geht's auch nicht. Na komm schon. Es lässt mich nicht. Na gut. Ich kann den unteren so nicht nehmen. Alza. Jetzt gehen wir da weiter aufs Honigbrot. Glaube ich, gar nicht so einfach hier. Oh, das vermaledeite A. Verdammt. Warum wurde ich wieder getroffen? Oh, ein Diamant. Liegt hier einfach so rum. Boah, ein wild gewordenes A. Da gebe ich jetzt nochmal eine Abkürzung nach unten. Die gehe ich jetzt aber nicht, sonst komme ich wieder zurück. Geh weg. Ach, diese Passage hier, genau. Klavier. Ich glaube, so Klavierpassagen. Die gibt's in jedem Mickey Mouse Spiel. Ich glaube, es gibt keins, wo das nicht der Fall ist. Verdammt, aufpassen. Ein Treffer und wir sind wieder tot.
Aber ich glaube, diesmal macht man die Zeit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Nein. Boah, Glück gehabt. Schauen wir mal. Verdammt. Verdammt. Und nein, wir beginnen nicht von vorne, Gott sei Dank. Aber die lustige Klavierpassage dürfen wir nochmal machen. Ja, einige leben gelassen hier in dem Level. Ja, ich weiß, dass diese Mickey Mouse Spiele teilweise nicht einfach waren. Ich denke nur an Phantasia auf Mega Drive. Das war so ultra hardcore schwer. Ah, ich muss den Block da oben mitnehmen, das Fass oder was das auch immer ist. Verdammt. Ja, Phantasia war so grottenschwer damals. Warum macht er da nichts? Wo müssen wir rein? Müssen wir da rein oder müssen wir da rein? Aha. Sehr schön. Richtig entschieden. Jetzt da rein. Volle Energie. Da geht jetzt vermutlich mal zum Endboss. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Ein Buch. Ah, wie ging denn der nochmal? So nicht. Was muss ich tun? Ah ja. Immer schön auf den Kopf springen, soweit man das als Kopf betrachten kann. Halt. Das war nichts. Das war ein Treffer für mich. Ups, das ist zu weit oben. Jawohl, getroffen. Einmal noch vermutlich. Oder auch nicht. Jetzt, hä? Jawohl. Dürft man jetzt schon 5 Edelsteine haben, oder? 3 in den ersten 3 Leveln. Den 4, einen haben wir gefunden, 5. So, Leute. Level 4 beendet. Ja, mit ein paar Fails, aber trotzdem ziemlich gut gemeistert. Sehen wir uns im nächsten Part zum Level 5. Und bis dahin sei Servusle. Eier Doschen.